Herzlich willkommen zum heutigen Spiel. Das Wetter ist richtig gut und der Austragungsort dieser Partie ist der Deutsche Bank Park. Mein Name ist Wolf Fuß und ich werde das heutige Spiel gemeinsam mit dem Kollegen Frank Buschmann für Sie kommentieren. Und heute übertragen wir Ihnen ein Spiel aus der Bundesliga. Eintracht Frankfurt gegen Bayern München. Also ich freue mich auf dieses Spiel, Wolf. Ich glaube, das wird unterhaltsam und das wird hochklassig. Eintracht Frankfurt geht mit dieser Aufstellung ins Spiel. Sie treten heute offensiv an. Ein 3-4-3, wie wir hier sehen. Also viel Absicherung bleibt da nicht wirklich. Nur eine Dreierkette, ein defensiver Mittelfeldspieler. Ich bin mal gespannt, wie sie das umsetzen. So gehen es die Bayern also heute an. Im Tor ist Manuel Neuer. Lucas Hernandez spielt zusammen mit Dayo Upamecano in der Defensive. Joshua Kimmich steht mit Leon Goretzka im Mittelfeld. Und heute starten sie hier mit zwei Stürmern. Es wird darauf ankommen, dass sie die Laufwege gut abstimmen, sich nicht im Weg stehen. Wie die Bayern in den letzten Jahren aufgetreten sind, das ist schon Wahnsinn, oder? Definitiv, national waren sie so konstant wie vielleicht noch nie davor. Auch in Europa ging es weit, aber der letzte Schritt hat eben wieder gefehlt. Anstoß für die Eintracht. Spiel unterbrochen, gibt Freistoß für die Münchner. Keine Karte, ja, das sorgt hier schon für Erstaunen. Ich glaube, die kann man durchaus geben, ist gelbwürdig. Pavard. Kamada. Schöner Pass. Macht sich lang und dann hält er diesen Ball. Jetzt kommt die Ecke. Neuer ist noch dran. Macht sich ganz lang und verhindert das Tor. Wieder Ecke. Götze mit der Hereingabe. Mario Götze. Spiel geht weiter. Vorteil für die Bayern. Das Pressing ist da. Ballgewinn Eintracht Frankfurt. Der wäre gut gekommen, aber der Schuss wird abgeblockt. Neuer Held, Ball noch im Spiel. Jetzt gibt es hier die Ecke. Die Fans spüren, aktuell sind sie am Drücker. Gute Gelegenheit jetzt hier mit dieser Ecke. Ecke Mario Götze. Ball ist erstmal wieder raus. Götze. Guter Schuss jetzt. Da passt der Torhüter auf.
Ecke kommt in die Mitte. Ja, das müssen sie entschlossener machen. Gefahr erstmal bereinigt. Die Bayern im Vorwärtsgang. Müller, klasse. Gut gesehen, das war abseits. Sie haben den Ball. Goretzka. Ah, das ist ein guter Pass. Mané. Gnabry. Ball bleibt hängen. Angriff erstmal zu Ende. Elfer für die Bayern. Jetzt wollen sie hier das 1:0. Er macht den Elfer. Toller Elfmeter. Kalter, eiskalter Elfmeter. Hier nochmal die Wiederholung. Torwart fliegt in die Ecke. Schuss kommt in die Mitte. Wer trifft, hat recht. Sie sind jetzt also in Führung. 1:0. Er zieht vorbei. So, die Chance jetzt. Neuer hält ihn. Klasse gemacht. Gelbverdächtige Aktion. Das könnte durchaus geahndet werden. Frühe gelbe Karte. Das hätten sie gerne verhindert. Denn das stellt sie vor Probleme. Einen Platzverweis darfst du dir in so einem Duell eigentlich nicht erlauben. Ja, sie werden jetzt umstellen müssen. Dribbling geht weiter, die Abwehr findet einfach kein Mittel. Pass kommt nicht an. Götze. Schön, wie er diesen Ball abblockt. Jetzt der Eckball. Ganz wichtig, er hält den Ball fest. Einwurf jetzt. Wir sehen das frühe Pressing. Stark gemacht, das könnte was werden. Szene geht weiter. Tor für die Bayern. Da schauen wir uns das Tor noch mal an. Zunächst der wirklich gute Pass in die Tiefe. Und dann gibt es da nichts mehr zu halten. Ein unglaublich wuchtiger Ball, ein Hammer. Drin ist er.
Hier steht es 2:0. Sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Ich glaube, er ist angeschlagen. Sie sollten ihn vielleicht rausnehmen. Pavard. Da ist Müller. Oh, der Ballgewinn. Mario Götze. Super von Neuer. Er hält den Ball. Nicht konsequent genug. Szene geht weiter. Er hat den Ball. Ja, aber die Parade vorher, die war sensationell. Sie gehen dazwischen. Musiala. Der Ball ist draußen, es gibt Einwurf. Die Bayern über die Seite jetzt. Torgefahr sieht anders aus, das war nichts. Kein guter Kopfball aus der Szene, müssen sie mehr machen. Ballgewinn hier. So, Freistoß jetzt für die Bayern. Ich glaube, sie sollten ihn rausnehmen. Das sieht nicht gut aus. Goretzka. Passt wieder auf Gnabry. Schön dazwischen gegangen. Und das gibt Freistoß gegen die Bayern. Müller verliert hier den Ball. Ja, da gibt es gute Anspielstationen. Das hätte gefährlich werden können, aber abgewehrt. Der Schuss war nicht besonders, er geht weit vorbei. Wechsel jetzt bei den Bayern. Kamada. Frühe Stören, da musst du erstmal gegen ankommen. Ballgewinn. Sieht nicht ungefährlich aus. Jetzt vielleicht der Konter. Da hat er nur noch den Torhüter vor sich. Sie legen nach, erhöhen auf 3 Tore Vorsprung und man hat schon so den Eindruck, sie sind heute nicht zu stoppen. Ich schaue noch mal auf die Wiederholung. Das ist ein richtig gut gespielter Konter. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat. Viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. Ja.
Bayern erhöhen ihren Vorsprung auf 3. Klasse Spiel. Muss noch nicht das Ende sein. Weiter geht's. Kamada. Götze am Ball. Und so geht der Ball natürlich nicht rein. Manuel Neuer ist da. Da verlieren sie den Ball. Kimmich. Mané. Ganz wichtig, dass sie da zur Stelle sind. Da ist er da. Er steht gut und holt sich den Ball. Sie suchen Musiala. Da fehlt die Konsequenz bei diesem Befreiungsschlag. Thomas Müller, das ist jetzt seine Chance. Sehr gut gemacht vom Torhüter. Jetzt der Eckball. Oh, der war knapp. Klasse Kopfball, geht aber knapp drüber, da hat nicht viel gefehlt. Kimmich. Abwehr muss so langsam aufpassen. Weiter dieses Dribbling. Er ist frei, da kann was draus werden. So, das nächste Tor und es wird immer deutlicher. Vorsprung ist klar, 4 Tore, die lassen hier nichts mehr anbrennen. Hier haben wir den Treffer nochmal. Der schöne Steilpass kommt von Joshua Kimmich. Und dann im direkten Duell mit dem Keeper Serge Gnabry. Klar, der hat die Technik, hat das Auge und lässt sich diese Chance nicht nehmen. Sie zeigen eine Top-Leistung und führen daher auch in der Höhe verdient. Götze. Götze, gefährlicher Pass. Der Abwehrspieler wirft sich in den Schuss. Den Elter, da macht er sich lang, ganz sicher. Ecke kommt rein, kann diesen Ball halten. Sadio Mané. Mané bringt den Ball rein. Ah, den muss er besser klären. Da ist er aufmerksam, gut vom Torwart. Ecke kommt von Kimmich. Jetzt kann es eng werden. Ballgewinn durch dieses frühe Stören. Das ist abseits und wir müssen schon sagen, ein vermeidbares Abseits. Ja, das haben sie sich selber eingebrockt. Da müssen sie natürlich warten, bevor sie den Ball spielen. Thank you.
De Ligt. Goretzka ist es. Neuer. Ja, der Ball läuft perfekt. Kurze, schnelle Handspiele, immer wieder, sehr souverän. Er bringt den Ball jetzt nach vorne. Aber dann verlieren sie den Ball, damit ist die Gefahr erstmal bereinigt. Es gibt den Abstoß. Pass kommt nicht an. Götze. Er bekommt Hilfe. Götze. Und abgefangen dieses Anspiel von Götze. Musiala. Sie klären, Ball im Aus, gibt Ecke. Ecke kommt in den 16er. Sie bringen den Ball raus nach dieser Ecke. Freistoß jetzt für die Bayern. Und er geht nochmal so rein, obwohl er schon gelb hat. Aber er hat Glück, es gibt nur Freistoß. Leichte Beute, kein wirklich starker Freistoß. Müller, schöne Aktion. Mané, die Chance. Der Abwehrspieler hat den Ball klasse geblockt. Guter Einsatz, aber jetzt Einwurf. Klasse Pass von Gnabry. Oh, gehalten, das gibt's doch nicht. Was für ein Duell, Nerven behalten, das war eine Glanztat. Von den Bayern sehen wir heute ein starkes Spiel. Kurz vor der Pause sind sie klar vorne, haben hier eigentlich alles im Griff. Mit so einer klaren Führung im Rücken hast du es natürlich leicht aufzuspielen. Und genau das tun sie auch. Das wird nach der Pause kaum anders. Er pfeift das Foul. Elfer für die Bayern. Elfmeter lassen Sie sich nicht nehmen. Und das ist Tor Nummer 3. Eine wirklich überragende Leistung heute von ihm.
Das ist jetzt natürlich schon ein bisschen einseitig hier. So ein Vorsprung bereits in der ersten Hälfte, mein lieber Mann. Ah, vielleicht geht da noch was. Da kann er klären. Einwurf. Gute Balleroberung. Was machen Sie draus? Es gibt Freistoß für die Münchner. Da ist der Ball weg. Kamada. Jetzt in der Anspielstation. Er zieht ab. Manuel Neuer ist da und verhindert den Gegentreffer. Kein Problem für den Nationaltorhüter. Jetzt Müller. Müller, klasse. Die Chance jetzt. Gibt's das denn? Kein Tor. Das war natürlich eine Riesenchance, aber das war zu schwach. Den hält er. Mané. Ballverlust Mané. Er dribbelt nach innen. Ah, er macht zu. Da haben sie jetzt den Ball. Jetzt vielleicht die Chance für den Konter. Könnte gefährlich werden. Schon wieder der Ballverlust. Goretzka. Götze. Könnte jetzt was werden. Jetzt kommt die Flanke. Ball ist im Tor, aber die Fahne ist oben, abseits. Richtige Entscheidung, Wolf. Das war abseits. Ah, da lag das Tor wirklich in der Luft. Aber so ganz hat das Timing dann doch nicht gestimmt. De Ligt. Neuer mit dem Ball jetzt. Jetzt wird das frühe Stören so perfekt eingesetzt wird. Dann wird es eng. Vier Minuten Nachspielzeit werden angezeigt. Einwurf für die Bayern. Das frühe Stören jetzt. Das hat er nicht gut gemacht. Er bringt den Ball jetzt nach vorne. Da ist die Flanke. Neuer macht zu, ganz sicher verhindert er da den Treffer aus kurzer Distanz. Da kommt die Ecke. Götze. Wieder Ecke. Mal sehen, was sie daraus machen.
Ecke Mario Götze. Gehalten war aber auch kein Kopfball, der hier für echte Gefahr hätte sorgen können. Ja, das war alles in allem eher schwach. Klasse, wie er das macht. Holt sich den Ball. Chance für Musiala. Ah, da lässt er die klasse Chance liegen aus kürzester Entfernung. Ich weiß, klingt immer doof, aber den muss er machen. Bayern verliert den Ball. Ja, das Spiel ist gelaufen. Nächstes Tor. Sie sind ganz einfach überlegen. Das ist jetzt nur noch ein Trainingsspiel für Sie. Das Tor nochmal in der Wiederholung. Erst der gefährliche Steilpass. Und dann machen Sie es eigentlich gut. Ein echten Vorwurf kann man der Defensive da gar nicht machen, aber das ist einfach gut gemacht. Pause in dieser Begegnung, Buschi, und wenn wir uns die Reaktion der Fans anhören, dann müssen wir schon sagen, die Szene von Halbzeit 1 war der Elfer. Absolut. Strittige Entscheidung, enge Kiste, aber ich glaube, es war die richtige. Den muss er so pfeifen. Jetzt wollen sie hier das 1:0. Er macht den Elfer. Stark gemacht, das könnte was werden. Szene geht weiter. Tor für die Bayern. Da schauen wir uns das Tor noch mal an. Zunächst der wirklich gute Pass in die Tiefe. Da hat er nur noch den Torhüter vor sich. Sie legen nach, erhöhen auf 3 Tore Vorsprung und man hat schon so den Eindruck, sie sind heute nicht zu stoppen. Aber er muss so langsam aufpassen. Weiter dieses Dribbling. Er ist frei, da kann was draus werden. So, und das nächste Tor, und es wird immer deutlicher. Vorsprung ist klar, 4 Tore, die lassen hier nichts mehr. Diesen Elfmeter lassen sie sich nicht nehmen. Jetzt kommt die Flanke. Ball ist im Tor, aber die Fahne ist oben, abseits. Richtige Entscheidung, Wolf. Das war abseits. Ah, da lag das. Das Spiel ist gelaufen. Nächstes Tor. Sie sind ganz einfach überlegen. Das ist jetzt nur noch ein Trainingsspiel für Sie.